Ja, ich freue mich, dass Daniel Fetzner und Hilde Bauer mich zum Teil ihrer gemeinsamen Expeditionen in das Reich der Kunst mit entführt haben und dass ich heute zu den Objekten von Hilde Bauer und zu den Objekten von Daniel Fetzner was sagen kann. Es ist eine philosophische Performance, die sich mit dem Phänomen der Zwischenleiblichkeit beschäftigt und den Exponaten, die Sie hier sehen. Und hat auch viel mit der Explorierung des Kunstbegriffs zu tun. Und ich fange einfach an. Es geht im ersten Teil etwas mehr um Hilde Bauer, im zweiten Teil etwas mehr um Daniel Fetzner, aber das sind so wabernde Strukturen, die kriegen das schon mit. Und der erste Teil ist auch aufgrund meiner angeschlagenen Stimme relativ durchkomponiert. Und der zweite Teil wird ganz glatt etwas improvisierter. Dann möchte ich neben den beiden genannten, dem Kulturwerk der Forschungsgruppe N-Body, der Monika Alakon, Daniel Fetzner und der Deleuze AG, Vega Damm und Oliver Heinzimmer genannt. Jetzt geht's los. Man müsste von den Farben reden, von den Geräuschen, der Stille, den Menschen, Gebäuden, auch von den Körpern, Bildern der Musik, von Kairo, von vielem, von etwas, was jenseits und diesseits davon liegt, direkt vor unseren Augen, hier im Raum, unten im Raum und noch tiefer im Raum. Vor unseren Augen, Ohren, Körpern flimmert, abtönt, abräumt, abrauscht, ist, da ist, vor unserer Haut. Was unser Gesicht, unser Denken, unsere Affekte und Wahrnehmung in all das hineindreht, was einen Teil von uns da hineindreht, ins Da hineindreht, in diese Bilder, in diese Filme, diese Geräusche, Soundscape Kairo, Cross-Gaze Kairo. In die Bilder, die Filme, die Geräusche hineingedreht werden und etwas passiert, verändert sich. Wir sehen ein wenig anders, ein wenig anderes. Wir hören ein wenig anders, ein wenig anderes. Wir erfahren ein wenig anders, ein wenig anderes. Unser Körper nimmt Fahrt auf. Er fährt Neues. Er fährt entlang mit dem Pickup der Augen unseres Bodies, verkörpert sich neu mit dem, was er erfährt, befährt, tastet. Embodiment, Zwischenleiblichkeit hier und dort, dort und hier und nicht hier sein. Mit unserem Pickup der Augen des Gehens und Pickup des Denkens, Schauens, Kunst. Alles ist Schau, Theorie, zweckfrei und alles Natur, neugemachte, eingemachte, aufgestellte, gestellte Natur entstellt, in die Kunst gestellt, ins Werk gestellt, verstellt sozusagen, verrückt, ausgestellt, vor sie gestellt, vor uns gerückt, aus einem Ort an diesen Ort gestellt, an diesen Ort der Kunst, der Ausstellung, der auch ein Nichtort, ein künstlicher Ort, ein Nirgendwo ist. Was ist Kunst? Kunstobjekte sind präsente Geschenke, Präsenz. Da, hier, weit ab vom Schuss, weit ab von der Realität, die sie zeigen, präsentieren. Ja, Objekte, wie Sie heute sehen können, repräsentieren nicht, malen nicht die Wirklichkeit ab, bilden sie nicht ab, verdoppeln sie nicht. Nein, sie präsentieren sie. Sie rücken sie in unsere Präsenz. In unsere Präsenz. In die Dauer einer eigenen Zeit der Kunst, des Künstlichen, der Betrachtung, der Präsentation. Die Betrachterin wird affiziert, in das Bild, die Kunst, die Geräusche, Gedanken, gezerrt, geführt,
Manchmal funkt es mehr, manchmal funkt es weniger. Je nach Körper. Mitgehen, nicht mitgehen können, eingezogen sein oder abgestoßen. Hilde Bauer. Hilde Bauers Farbenflächen, Kubismus der Blicke. Je nachdem, wie nahe wir den Bildern kommen, verändert sich der Raum, das Gezeigte, die Körper. Die Körper der Häuser, der Cafés, Imbissbuden, Fassaden, Autos, Menschen. Unser Körper vermischt sich ein Stück mit den Körpern der Gezeigten, dem Körper der Bilder, ihrer Oberflächen, Farben, Körnung. Körnt, aufgetragen, übermalt, 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 zum Teil von Plastikbeuteln, von Wasser, vom Medium des Lebens, des Sehens, Fühlens, überzogen und von Plastik. Kunststoff. Stoff der Kunst. Das Medium verbindet und trennt zugleich, wesensähnlich, wesensfern, diese kleinen Reisen, Crosscase, Kairo, Skizzen, die in einem Schuhkarton stehen, durchgeblättert werden können. Schuhkarton der Schau, Schuhkarton der Erinnerung, Schuhkarton voller Skizzen, Gedächtnisse der Schau, taktile Gedächtnisse, weggestellt, in die Ecke gestellt, nach unten gestellt, ausgestellt, verstellbar. Es sind taktile Elemente, die Hilde Bauer setzt, die sie netzt, auf eher kleinen Formaten ausspannt, den Netz der Netzhaut anbietet, sie an die Netzhaut anheftet, wie eine Schulheftskizze. Skizzen statt Kopien machen, heißt es bei Deleuze-Guattari. Zeichnungen machen, Diagramme. Die Kunst hat die Tiefe, die Untiefen der Wesensschau verlassen. Sie präsentiert Perzepte, kunstbezogene Wahrnehmungsförmchen und Affekte, Empfindungsblöcke. In Hilde Bauers Bildern sind es oft Flächen und Fluchten, die Raumfluchten, Sichtfluchten, Häuserfluchten, Fluchten der Kamera, der Kanten des Lichts, die sich ändern, je nachdem, wie wir um das Bild die Objekte herumgehen, uns annähern, weggehen, flüchten, die Winkel ändern. Je nachdem, wie sich das Territorium unseres Blicks, des Gangs zwischen uns und dem Bild etabliert oder ändert, wie sich kleine Tritte Körper aufbauen, abreißen. Mikromomente, Mikromonumente. Die Objekte suchen den Umgang, Herumgang. Sie brauchen und verbrauchen Zeit, Beschäftigungszeit, Arbeitszeit. Sie spielen mit Verbergung, Entbergung, Verzerrung, Verspätung, Vorauseilung. Gefüllte Wasserbeutel, die Stadt fließt. Straßen, Pickups, Auto, Busse, Menschen, Musik, Lärm, Gebetsrufe, fast nie Stille, alles fließt. Man steigt nie zweimal in dasselbe Kairo. Man steigt nie zweimal in dieselbe Wahrnehmung, in denselben Körper. Kunst und Stoff und Wasser und Beutel und Abfallobjekte, Fotos, Wahrnehmungen, Skizzen in Kunst, Stoff verdreht, Krümmung des Blicks. Und deshalb Affekt. Kunst entsteht immer an einer Krümmung des Blicks, an einer Faltung, die ein Stück weit cross, gekreuzt, different ist. Cross gaze. Gekrümmter, gefalteter Blick, cross wie die Haut eines Hähnchens, zweite oder dritte Haut. Entleibt und doch auf subtile Art aufgespannt, aufgefaltet zwischen Objekt und Betrachterin, zwischen uns und dem anderen. Und so krümmen die Plastikbeutel und die Kunststoffverpackung unseren Blick, falten unseren Blick anders als bisher. Kein Wärmecharakter des Denkens vielleicht, aber doch ein Raumcharakter des Denkens. Eine Mini-Pickup-Tour, soweit das Objekt reicht. Soweit das Objekt uns erreicht,
dass es uns erreicht, dass es uns erreicht, es erreicht uns, es befällt uns, es fällt uns zu, fällt aus. Es das Objekt, es das Subjekt, residuales Subjekt, es das jeweilige Werden. Kunst hat auch zu tun mit Abfall. Kunst zeigt, was der Fall ist, was ein Fall sein könnte, was ein Zufall, was Abfall sein könnte. Abfall, totale Verspätung, Abfall, jenseits der Zwecke, jenseits der Arbeitsgesellschaft, reiner Überfluss, Überfall. Oh. Oh. Überfluss, Überfall. Immer wieder abfallen vom Alten, in die Wüste gehen, abgewaschen werden oder verdreht werden in die Kunststoffe der Gesellschaft. Verdreht in das, was die Materialität der Gesellschaft uns zusteckt, uns zumüllt, uns zuwirft, uns zufallen lässt. Und das nutzen. Wir könnten schon vom Abfall leben. Hilde Bauer und Daniel Fetzer sprechen nicht von der sozialen Plastik oder von einer Gesellschaft jenseits der Ordnung der Erwerbsarbeit, aber sie setzen sie um, setzen Fälle, Zufälle, Abfälle um, setzen Fälle, Farben, Formen, Filme, Fotos, Philosophien um, Fantasien, Fettecken, Fußstampfer in der Röhre, unendliches Umsetzen. Bei Daniel Fetzner Geräusche, Bilder, bewegte Bilder, künstliche Bilder, Splitscans, Filme, Töne, die Stimmen des Kommentars und des Wissenschaftlers, die Geige von Harald Kinnick, die Musik, Bilder, Begegnungen, Körper, Bewegungen, sich einem Ort, einer Stadt, einer Frage annähern, einem Raum, heißt immer in Kontakt treten mit ihr, Berührungen ausbilden, Tentakel. Es ist mediale Arbeit, nicht Vermittlung, aber Mittel schaffen, Verbindungen, Übersetzungen, mit der Falucca auf das andere Nilufer übersetzen, auf ein anderes Ufer unserer Wahrnehmungen, Empfindungen. Verbindungen schaffen zwischen Orten, Leibern, Gedanken, Techniken, Flächen, gemeinsame Territorium etablieren, Territorium, künstliche neue Realitäten. Die Stadt breitet sich in uns aus, zusammen mit immer anderen, uferlos und doch begrenzt. Die Stadt ist, wie Fetzners Installation, auch ein Molekülhaufen, eine Mutterlauge, die immer neue Konstellationen ausbrütet, auskristallisieren lässt. Sie zeigt diese Verklumpung, Umweltaggregate und tastet sich mit dem blinden Stock der Medien in diese Umwelten hinein. Fühlt und denkt am Ende dieser langen, verlängerten Hand. Am Ende dieses künstlich verlängerten Körpers. Er springt über Irrlichter zwischen hier und dort. Verlängerungszone, Übergangszone, Mutationen. I like Cairo and Cairo likes me. Anders als Beuys verlassen Fetzner, Kinnick, ihre Kunststoffe und Verlängerungszonen, das Taxi, öffnen sich dem Raum der Wüste. Zwei Schamanen, die Städter sind, Benz und Beuys, Orient und Occident, Abfall und Fluss, Pyramide und Geige, Kamera und Pickup, Idee und Gehör, Festplatte und Filz, Slitcan und Schnitt. Ein Pickup. Die Töne, die Filme, die Theorien bilden rhizomatische Verbindungen aus tausend Strömen, stoßen sie an, deuten in Teilen nur an, was im größeren Projekt noch mehr Verbindungslinien finden kann. Auch hier geht es nicht um ein Abbildchaos seiner Straßen, Menschen, Dinge, sondern darum, an diesen Realitäten, an diesen Dingen vorbeizuschrammen, in die Autos sich Schrammen zu fügen, wie der Pickup, der Künstler, die Filme, Festplatten, die Theorien und Gedanken Schrammen erleiden. Schrammen. Abzeichen,
oder Zeichen der Begegnung mehrerer Körper. Die Körper bilden unterschiedliche Folien, Flächen des Geschehens, bilden Zwischenräume aus, Schrammen zwischen mir und dort, hier und da. Kunst repräsentiert nichts, sondern sie zeigt, sie stellt aus und auf und zeigt, dass sie aufstellt, dass sie spannt und das in Teilen, wie genau sie das macht oder auch nicht genau, dass sie dehnt, dass sie sich reckt und streckt und zusammenzieht, wie die Musik und der Körper von Harald Kimmig sich reckt und streckt und zusammenzieht auf dieser Autobahn und sich kreuzt mit dem Körper der Autos, der Orte, der Theorien. Körper, Geige, Bilder, Filme, Ideen als Beziehungsorgane, Blindenstöcke. Mit dem Körper der Stadt, des Filzes, oh Josef, der andere Auto, des anderen Autos, diese Lebewesen, Entschuldigung, mit dem Körper der Stadt, des Filzes, der anderen Auto, dieses Lebewesen Kairo, dieser Flora und Fauna, diesen Bazillen, diesem Ungeheuer Beziehungen herstellen. I like Kairo. Fahrten der Kamera, Fahrten des Autos, Fahrten des Bogens, der Geige, Fahrten des Bogens, der Ideen, Fahrten des Kenners, Fahrten der Verspätung, Verstreuung. Je nachdem, wie der mediale Bus, der mediale Tonabnehmer Pick-up sich mit den Sucks, den Stadtautobahnen, der Geige oder mit ganz anderem verbindet. Fenster inszeniert zwei Räumlichkeiten. Er will beide zeigen, kreuzen, kontrastieren. Erstens die Räumlichkeit des Leibes, der Zwischenleiblichkeit, Körper, die sich miteinander verbinden. Die Summen der Emotionen, der Wahrnehmung und der Verschränkung von Wahrnehmung und Bewegung. Deshalb auch der Bezug auf die Umwelt, Lehre Jakob von Fuchsgütz. Immer sind wir verwoben in die Umwelt, die uns umgibt, umweltet. Regenwürmer und Schakale, Kameras und Scans, gekreuzt in und mit Kairo. Je wie wir uns kreuzen, so nehmen wir wahr. Unendliche Kreisverkehre. Julius Gattari nennt das maschinelle Produktion. Maschinen von Wahrnehmung und Bewegung, leiblich und technisch, Kreuzungen von hier und dort. Der andere zweite Raum, den Fetzner aufbaut, zeigt, ist der Raum der Darstellung, der Künstlichkeit selbst. Der Film, die Inszenierung zeigt ihre Künstlichkeit, ihre Kunststofflichkeit, nicht mehr auf Zelluloid, diesen Kunststoff, aber auch und mit den unterschiedlichsten Kunststoffen heutiger Medialitäten, Techniken, Ideen, Witz, Scans. Fingerübung zur Geburt von Kunst und Gedanke aus den Kreisen der Festplatte. Sie kreist, kreist, Kreissaal. Die Räume der Zwischenleiblichkeit, Raum 1. Und die Räume der Performierung, Raum 2, verfilzen miteinander, bekommen eine künstlich naturhafte neue Qualität, wie der Filz auf dem Pickup, wie die Töne Kimmigs und die Töne Kairos sich miteinander verfilzen und mit dem Film. Die Installation zeigt die Megacity am Nil und den Sprung zwischen Leib und Ohr, zwischen Ohr und Kunst, zwischen Medium und Idee, den Sprung zwischen Beobachter und Beobachteten. Kunst ist immer eine Frage der Beobachtung, des Rahmens, der Beschneidung, des Schnitts. Cut. Und Fetzners Filme haben und zeigen Schnitte. Mit jedem Schnitt eine neue Körperlichkeit. Andere Angriffe, Zugriffe. Und das Zeigen zeigen, das Technisieren zeigen, den Pinsel mit dem Lein, die Stadt. Immer wieder zu Fixpunkten zurückkehren, Zyklomorph wie ein Kreisverkehr, das Kreisen der Festplatte wie eine Metropole mit vielen Zentren, resomatisch und doch resonant, rekursiv. So wie unsere Existenz vielleicht die des Künstlers, des postmodernen Menschen, dieser hybriden Form zwischen Nomade, Grenzgänger, Städter und Rückkehrer. Fetzners Installation in den sozialen, leiblichen, technischen Raum ausloten, der wir sind. Der wir sind, sobald die Performance unserer Existenzen beginnt und wenn wir uns aufspannen zwischen hier und dort.
Kretzners hybride Arbeiten beforschen Kunstproduktion und Kunstrezeption als unendliche arbeitsteilige Prozesse. Netzwerke multipler Akteure. Eine oder mehrere Ebenen einziehen, darauf positionieren, sich kreuzende Aktanten, örtliche Aktanten, Suboase, Auto, Rohr, männliche Aktanten, Ägypter, Kimmich, andere Aktanten der Produktion, Aktanten der Rezeption, Aktanten der Reflexion, technische Aktanten, Kabel, Kameras, Computer, Sitzscans, Räume der Ausstellung, Diskussionsräume, Hängung, Umhängung, visuelle, akustische, taktile, theoretische Aktanten. Wo ist die Grenze zwischen Kunst, Philosophie und Technik? Welche Zwischenleitigkeit installieren Begegnungen, Film, Musik, Theorie? Wie kann man das spürbar machen, zeigen? Fragmente eines offenen Kunstwerks ohne Zentrum und Mitte. Ein Generator unendlicher Wiederholung und Differierung. Ein Gedächtnisgenerator, welcher laufend überschrieben wird. Klassisches Werk löst sich auf, der Prozess wird wichtig. Arbeitsteilungen werden Teil der Frage und Teil der Installation. Kretzners Installation stellt die Frage nach der Teilung in uns. Der Teilung zwischen Beobachten und das Beobachten beobachten. Der Teilung zwischen Fühlen und das Fühlen fühlen. Der Teilung zwischen Wahrnehmen, das Wahrnehmen wahrnehmen. Und das Wahrnehmen bearbeiten, das Wahrnehmen bearbeiten, das Wahrnehmen bearbeiten, das Wahrnehmen bearbeiten. Ideen, Kunst werden materialisiert und entmaterialisiert zugleich. Retinale Elemente, tonale Elemente, inszenatorisch-technisch-materiale Elemente zeigen Effekte und Gestalten auf und wirken auf Auge, Ohren, Körper. Gleichzeitig wird nicht nur auf die Sinne angewirkt, sondern auch unsere Denkorgane. Die Installation soll auch als Erkenntnisgenerator wirken. Man kann von einem in die Welt geworfen sein, in den Prozess sprechen, in die Welt geworfen sein, in die Arbeitsteilung, die Technik, die Bilder, in eine Fülle pluraler Orte, Akteure und Umwelten. So, jetzt male ich noch diesen unglaublichen Funktionskreis von Jakob von Uskel in der Version von 1920 auf, der uns bei Embody und sehr beschäftigt. Also, da ist die Umwelt und hier sind die Lebewesen, vielleicht Mensch, und es gibt sozusagen die zweigriffige Baumsäge. Also, das Lebewesen sozusagen bewegt sich auf die Umwelt zu und in die Umwelt hinein, wirkt auf die Umwelt und die Umwelt wirkt auf das Lebewesen, den Mensch zum Beispiel, und der Mensch merkt etwas, so heißt es. Und dieser Kreis von Wirken und, Merken verschiebt sich, verdreht sich, sodass man ähnlich wie bei dem Blindenstock nicht genau weiß, wo die Umwelt anfängt und das Lebewesen und ob die Umwelt handelt, auf uns wirkt oder was wir merken und wie wir wirken. Und im Lebewesen gibt es diesen zweiten Kreis, ja, zwischen Bewegen und Wahrnehmen. Immer wenn wir wahrnehmen, geraten wir in Bewegung, sind wir in Bewegung, können aber dieses bewegte Element nicht selbst wahrnehmen. Der blinde Fleck. Und immer wenn wir uns bewegen, können wir in Bewegung eine ganz kleine Nuance wegen des Aktanten Bewegung die Wahrnehmung nicht haben. Und wenn Sie jetzt noch Lust haben, haben wir noch ein dieser Kreis in der Innenwelt des Subjekts, finden wir auch bei Christopher Nolans Inception, bei dieser netten Szene, wo Leonardo DiCaprio seiner neuen Medienarchitektin erklärt, wie er das macht, mit der machen will, geht ja bei
Inception nicht nur um Extraktion eines Gedankens aus dem Traum, Sie sind hoffentlich alle informiert, ein ziemlich viel gesehener Film im Moment, Christopher Nolan, Inception. Und das wäre einfach, so ist die fiktive Realität, man könne Gedanken herausnehmen, Geheimnisse entreißen, den Tresor des Unbewussten rauben, ausrauben. Nein, Inception. Nicht Injection, sondern Inception, ein Buchstabe Unterschied oder zwei. Inception heißt Beginn, Anfang, Einführung. Also, in den einaktanten Bewegung, Aktivität wird etwas eingeführt und das Gehirn, der Körper nimmt das wahr. Und er kann nicht entscheiden, ob dieser eingeführte Gedanke in der Realität des Films der reale Gedanke ist, sein eigener oder der eines anderen. Und in diesem Verdrehen von Wirken und Bewirktwerden liegt die Logik dieses Films. Interessant ist, dass wir hier in dieser Szene X und X haben. Die unendliche Wiederkehr. Ja? Nicht X und Y, sondern die Wiederkehr des Verdrängten. Die Verschmelzung von hier und dort. Ich mach mal Schluss. Es wird nicht diskutiert, weil meine Stimme unter anderem das nicht zulässt. Also zumindest nicht in der öffentlichen Hand.